Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Montag. Unsere Themen heute: der St. Veiter Wiesenmarkt, Hochwasserschutz, die Regierungssitzung und ein Spatenstich. Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause feierte er am Samstag mit einem großen Festumzug sein vielbeachtetes Comeback. Der St. Veiter Wiesenmarkt gilt als eines der größten und ältesten Volksfeste Österreichs und ist ein Fixtermin im heimischen Veranstaltungskalender. Seitens der Landesregierung ließen sich Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig und Landesrat Martin Gruber den bunten Festzug mit rund 1500 Umzugsteilnehmerinnen und Teilnehmern nicht entgehen. Ein 100-jähriges Hochwasser führte im November 2012 zu massiven Schäden und zerstörte die Lebensgrundlage vieler Menschen. Nach einer 6-jährigen Planungsphase und einer 4-jährigen Bauzeit wurde nun die Fertigstellung des Projektes in der Gemeinde Lavamünd gefeiert. Welche Schutzmaßnahmen getroffen wurden, erfahren Sie morgen in unserem Beitrag auf kärnten.tv. Die Mitglieder der Landesregierung treffen sich morgen zu ihrer Regierungssitzung. Auf der Tagesordnung stehen etwa ein Bericht zur Energielenkung, mehrere Subventionsansuchen, Bauprojekte und das Berufsschulstandorte-Konzept. Rund 7 Millionen Euro investiert die Gemeinde Magdalensberg in ein neues Bildungszentrum am Standort der Volksschule in Deinsdorf. Für Bildungsreferent Peter Kaiser ist die Errichtung des Bildungszentrums einer der vielen Schritte, um Kärnten zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.